Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Heute mit einem kleinen Special, denn Rockstar hat vor circa einer halben Stunde das sogenannte Business Update veröffentlicht und ja, ich werde es mir zusammen mit euch anschauen. Ich habe selbst noch nicht reingeschaut. Ich habe eben nur die Nachrichten gehabt, dass ein Update da ist, also habe ich das geladen, GTA Online neu gestartet und ja, wir werden uns jetzt mal anschauen, was Rockstar so da eingebaut hat. Laut der Homepage im Rockstar Social Club gibt es da einen neuen Sportwagen, ein neues Motorrad, ein Flugzeug und zwei neue Waffen. Da bin ich echt mal gespannt drauf und jetzt nicht wundern, Leute, dieses Video folgt vor den regulären GTA Online Teilen. Das heißt, ich habe noch etwa 5-6 Aufnahmen von GTA Online, die halt nach diesem Video erscheinen werden. Das heißt, ich werde in den anderen Videos logischerweise dann nicht die neuen Waffen haben und auch nicht die neuen Fahrzeuge. Also nicht wundern, das Video ist halt jetzt mal vorangestellt, da das Update ja wirklich, ja, eigentlich cool ist. Und wir zücken einfach unser Handy und da geht auch das Handy an. Also nicht wundern, es ist wieder mitten in der Nacht und deswegen muss ich wieder ein bisschen leiser reden. Wir zücken das Handy und gucken uns einfach mal an, was es so Neues gibt. Also, wie gesagt, laut der Rockstar Homepage gibt es ein neues Flugzeug. Danke nochmal hier drauf. So. Und das ist alt. Die sind auch alt. Und nein, kein neues Flugzeug. Okay, Rockstar, da war schon die erste Verarsche. Was haben wir denn hier? So, gehen wir mal hier rein. Nee, da ist noch nicht hier dabei. Nein, auch dieser geile Sportwagen, der so ein bisschen dem Cheetah ähnelt, ist auch nicht dabei. Rockstar wollte uns eigentlich verarschen. Moment mal, ja, noch ein Autoshop hier. Ja, hier ist aber auch noch nichts zu sehen. What the fuck? Was soll denn das? Ist hier vielleicht irgendein Auto neu? Und ich gehe extra langsam runter, damit ich auch nichts übersehen kann. Oh, hier ist schon ein erstes neues Auto. Die Klasse Azea. Oder die Klasse, oder die Klasse. Ach, keine Ahnung, ich kann es schlecht lesen. Das ist neu? Okay, hier sind noch ein paar Autos neu. Moment, teils ein bisschen Updates. Nein, der ist doch nicht neu. Nee. What the fuck? Hier sind mehrere Autos neu. Auch neu. Aber es sind also komische Autos. Was soll denn das? Nur sind diese geilen Sportwagen, die uns versprochen wurden. Natürlich nichts. Wow, die hättet ihr euch gleich wieder sparen können. Alter, was soll das denn? Wollt ihr uns verarschen, Lobster? Ist das ein neues Motorrad? Nein, natürlich auch nicht. Also Leute, ihr müsst nicht alles glauben, was ihr liest auf der Rockstar-Seite. Rockstar hat uns ziemlich beschissen. Es sollte eigentlich ein neuer Sportwagen dabei sein, ein neues Flugzeug und, glaube ich, noch ein anderes Fahrzeug. Ich glaube, zwei neue Autos waren es und zwei neue Waffen. Es sind zwar mehr Autos veröffentlicht worden, das ist natürlich cool, ne? Aber guckt euch mal, was für Rostlauben hier veröffentlicht wurden. Tut mir leid, Leute, ich werde keine von diesen Karren hier kaufen. Tut mir leid. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr die selbst kaufen. Das ist einfach zu schäbig. Tut mir leid, die werde ich definitiv nicht kaufen, ja? Also Rockstar, wenn ihr nicht bald ein richtig vernünftiges Update rausbringt, dann werde ich mit GTA Online bald beenden, weil es ist so ausgedehnt wie so, nein, den Vergleich nicht gerade im Kopf habe, den spreche ich besser nicht aus. So, aber egal, ihr habt es gesehen, es sind zwar einige Autos mehr dazu gekommen, aber die könnt ihr vergessen. Naja, was soll's. Und falls ihr fragt, ich bin alleine Sitzung, ich habe eine geschlossene Freundessitzung aufgemacht und ja, genieße hier ein bisschen meine Ruhe, was auch mal ganz schön sein kann. Der Let's Play auch können, damit der Weed gerade irgendwas wahrscheinlich wieder mal aufnehmen, geschlossene Sitzung und so. Ja, so. Wir fahren jetzt mal zur Ammunition und hoffentlich sind wenigstens die neuen Waffen da. Ja? Was wäre so mies, wenn die auch nicht da wären bei Rockstar, dann könnt ihr echt euch hinsetzen, sechs sage ich nur. Das geht ja mal gar nicht, ey. Das, was sie da versprochen haben in den News, ist definitiv nicht zu sehen. Definitiv nicht. Ihr habt es gerade gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Ich weiß es nicht. Falls ich es übersehen habe, dann korrigiert mich sehr gerne in den Kommentaren. Wäre cool.
Aber ich habe es jetzt nicht gesehen, also das finde ich ein bisschen traurig. Die kündigen irgendwas so total krass und geil an. Man freut sich auf diesen neuen Sportwagen da. Ja, und dieser Gran Turismo, so hieß der Sportwagen, Gran Turismo irgendwas. Und den soll ich mal den kaufen. Weil Intivity oder Intinity ist ja weg für immer. Ich bin selben Bug wie der gute Dermit und ich brauche noch ein gutes Ersatzfahrzeug, ja. Aber, ja, Pustekuchen. Was soll's, ist halt so scheiß Gewandern, sag ich mal. So. Die Front ist auf jeden Fall am Rechen und es regnet natürlich. Und hier, Alter, kannst du nicht auf die Karte gucken, ey, was ist los mit dir? Es ist mitten in der Nacht und ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Also, ich bitte das zu entschuldigen. So, ich sehe noch einen anderen Infernus, der ist vom guten Backflip wert, war eben ganz gut mit mir in der Sitzung hier drin. So, dann wollen wir mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Was Neues? Hallöchen. Unser Händler des Vertrauens für kleine Waffen. So, hier ist noch was Neues. Waffen, schwere Pistole, das Schwergewicht unter deinen Handfeuerwaffen bietet ein gutes Unterarmtraining bei jedem Schuss. Teil des Business-Updates. Okay. Wir machen ein größeres, hat sie schon drin? Okay, so. Schalldämpfer, oder? Schalldämpfer? Nein. Ach, meine Waffe ist alle Platin. Also Platin. So. Aber immerhin die beiden Waffen wieder bei seinem Soldaten-Update sind auf jeden Fall dabei. Oh, ich hab schon voll. Alter, sind aber schnell. So, und diese eine Waffe hier ist nun Spezialkarabine. Das ist mal ziehen natürlich. Nein, das ist nicht, lass mal weg. Zielverlust auf jeden Fall. Ein Griff, auf jeden Fall. So, und dann schauen wir mal, jetzt haben wir Platin-Farbton, genau da. Ordentlich Munition kaufen. Und Ende. So. Ja, komm, schwack der Kinderzerrung. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal an irgendwelchen Leuten ausprobieren. Gut, dass es regnet. Wir probieren erstmal die neue Pistole aus. Die müsste ja dann irgendwo hier sein. Schwere Pistole. Ganz nice. Ah, da läuft einer. Du bist mein erstes Opfer, mein Freund. Merk mir den scheiß Telefonat, ist näher. Komm schon, da ist noch einer. Halte dich, mein Freund. Komm, ein bisschen Polizei hier. Ups. Ah, Alter. Was ist das für eine ungenaue Waffe hier? Was geht mit uns? Bam, 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 mein Freund, bam! Hä? Aua! Ey, Alter! Ich bin keine Michelin-Figur! Füchser, ey! Guck mal, die nur eine Waffe aus. Ist die hier? Alter! Ich häng gerade Waffenrad fest. Nein, ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg. Oh, diese blöde Steuerung hier. Alter Schwede, diese Steuerung macht mir echt so behindert, ey. Fick dich. Komm, hoch, 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 hoch. Alter Schwede, ey, du hast schon wieder gestorben, weil die tolle Steuerung wieder so toll ist. Spezialkarabiner. Da kann ich leider nicht treffen, mein Freund. Ey, ich glaube, das ist nicht schlecht. Na kommt, kommt der kleine Pussis, kommt schon. Ja, aber die Waffe ist ganz eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die gefällt mir. Ach, geht der wieder einen auf den Sack hier, ey. Alter, mein Gott, ey. Aber die Waffen sind einfach ziemlich cool hier. Seit Pistole kann ich jetzt nicht viel sagen. Vielleicht will ich die einfach für meine nächsten Missionen mal einbauen.
Tja, das war's auch schon mit zu dem neuen Update. Also ihr habt's gesehen, die Autos sind jetzt nicht die, die wirklich versprochen wurden. Es gibt zwar ein paar neue Waffen. Super toll, zwei neue Waffen, die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Die ist eigentlich ganz cool, die Waffe, die gefällt mir recht gut. Aber ich bleib bei der guten alten Gefechts-MG, die ist einfach viel besser. Ja, die Gint ist eine der besten Waffen des Gefechts-MG, einfach eine super Waffe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und nicht wundern, wie schon vorhin erwähnt, das Video wird vor allen anderen Videos von GTA Online folgen und von, ja, vor auch allen anderen Videos. Das Update ja eigentlich was Besonderes sein sollte, was natürlich jetzt eher mal ein Flop war, aber hey. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wie man so schön sagt. Nun gut, ich komme zum Ende und hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Also dieses kurze Video geht ja nicht mal, doch gibt es halt nur 10 Minuten. Und würde mich über einen Daumen hoch freuen und schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Update haltet. Das ist mal ganz wichtig. Ob ihr enttäuscht seid, ob die Sachen von, also die Sachen, die von Rockstar angekündigt wurden, nicht dabei sind. Das finde ich persönlich extrem schade. Aber hey, was soll's. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.